Die spannendste Liga aller Zeiten. Die zweite Liga hat ein spektakuläres vorläufiges Ende gefunden. Ein euphorisiertes königsblaues Publikum hat alles getoppt, was bislang da war. Also Schalke 04 ist aufgestiegen. Ein Happy End für Schalke 04. Aber jetzt geht es ja noch in die entscheidende Phase. Und zwar geht es dann noch um Werder Bremen, um den HSV, um Darmstadt. Also da ist noch einiges jetzt am letzten Spieltag zu besprechen. Und das tun wir mit dem Geburtstagskind, mit Marcel Niesner. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Carsten. Jetzt habe ich dich fast eingeholt. Ja, genau. Wenn du es verdoppelst, bist du bald bei mir. Also, legen wir gleich los. Bremen gegen Regensburg. Bremen gegen Regensburg. Bremen hat natürlich diese hervorragende Ausgangsposition, dass sie mit einem eigenen Sieg, den Aufstieg perfekt machen können. Selbst ein Unentschieden reicht den Bremern schon, um eben als Zweiter direkt hochzugehen. Regensburg hat in Pflichtspielen, es waren erst 3 Pflichtspielduelle, aber sie haben noch nie gegen Bremen gepunktet. Ja, das ist auf jeden Fall ein erster Aspekt, den man nennen muss. Der zweite Aspekt ist einfach, es trifft die beste Rückrundenmannschaft. Ja, Platz 1 der Rückrundentabelle auf Platz 16 der Rückrundentabelle. Die Regensburger sind ja wirklich ordentlich eingebrochen, muss man auf jeden Fall sagen. 22 Punkte liegen zwischen diesen beiden Teams allein in den letzten 16 Spielen. Auch das macht relativ schnell deutlich, wer favorisiert in diesem Spiel ist. Aber Bremen hat nur 1 aus den letzten 4 Heimspielen gewonnen. Auch das sollte man ein Stück weit im Hinterkopf behalten, um da vielleicht den ein oder anderen Handicap-Tipp auszuschließen. Ich sage dennoch, Bremen wird sich das nicht nehmen lassen vor heimischer Kulisse. Regensburg seit 16. Januar auswärts sieglos. Zuletzt zwar 4-mal hintereinander unentschieden gespielt, aber diese Gefährlichkeit, die sie zu Beginn der Saison hatten, die haben sie einfach nicht mehr. Und deswegen sage ich doppeltes Ergebnis. Bremen führt zur Halbzeit und Bremen gewinnt das Spiel. Quote 1,72. Also du glaubst, Ole Werner vollendet sozusagen seine Mission. Denn das muss man auch noch mal thematisieren, diese Personalie. Der SV Werder mit Markus Anfang in die Saison gestartet, dann dieser brutale Skandal, muss man ja schon sagen, um die Impfposse von Markus Anfang. Und dann haben sie sich gefangen, auch dank dieses Trainers. Wunderbare Erfolgsgeschichte. Ob sie dann finalisiert wird, schauen wir mal. Was jetzt natürlich noch spannender wird, ist das Thema Rostock gegen den HSV. Also ein Nordderby. Und der HSV, der eigentlich ein Meister ist im Scheitern auf der Ziellinie, wird er dieses Mal tatsächlich über die Ziellinie gehen? Das ist eine ganz, ganz interessante Frage, zumal ich hier einen interessanten Aspekt noch benennen möchte. Wenn man die letzten Jahre sich anschaut, dann war es ja meistens so, dass die Hamburger als klarer Topfavorit in die Saison gestartet sind und eben auch in einer relativ guten Ausgangsposition die letzten Spieltage gegangen sind. Ja, diesmal kommen sie von hinten und haben das Feld quasi von hinten aufgerollt bis zum kommenden Sonntag. Denn jetzt sind sie wieder auf dem 3. Platz. Sie haben wieder was zu verlieren. Das heißt, sie können wieder auf den 4. Platz abrutschen. Und da muss man natürlich sehen, inwieweit sie diesem Druck dann gewachsen sind. Ja, das heißt, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Konstellation. Ich sage tatsächlich, dass die Hamburger diesmal soweit sind und zumindest die Relegation erreichen. Ja, Rostock, klar, spielt eine gute Runde für ihre Verhältnisse, aber gegen Hamburg war in den letzten Jahren nicht viel zu holen. Die letzten 5 Pflichtspiele hat der HSV allesamt gewonnen, 17:1 Tore dabei geschossen. Ja, Hinspiel übrigens 3:0 für die Hamburger, auch da eine relativ klare Angelegenheit. Was man zudem sagen muss, der HSV 4 Siege in Folge, 13:3 Tore. Das heißt, die Form der Hamburger ist momentan wirklich exorbitant gut. Und deswegen sage ich, sie werden sich den 3. Platz nicht nehmen lassen. Wie gesagt, der 2. ist nicht mehr möglich, weil Bremen gewinnen wird. Aber den 3. Platz werden sie sich nicht nehmen lassen. Sie spielen die Relegation meiner Meinung nach gegen Stuttgart. Ja, du sagst Hertha, ich sag Stuttgart. Und da haben wir natürlich unabhängig davon, welche Konstellation jetzt eintritt, ein super Relegationsspiel um den letzten Bundesliga-Platz. Werden wir natürlich auch, Carsten, besprechen in einem gesonderten Video, ganz klar. Aber ich sage, um auf einen Tipp zu kommen, HSV gewinnt das Spiel. HSV gewinnt sogar mit mindestens 2 Toren Unterschied. Ja, HSV Handicap -1 zu einer Quote von 2,25. Und vielleicht müssen die dann wieder die Stadionuhr auspacken, die sie ja eingemottet haben nach dem Abstieg. Also ihr erinnert euch vielleicht nochmal an diese Uhr, die ihr angezeigt hat. Das ist der Bundesliga-Dino, den es ja jetzt nicht mehr gibt. Darmstadt hat nach wie vor auch eine Chance. Darmstadt spielt zu Hause gegen Paderborn.
Irgendwie kann einem das Team von Thorsten Lieberknecht auch schon leid tun, denn sie haben ja wirklich überragend performt und jetzt scheint es, als würden sie mit leeren Händen rausgehen aus dieser Saison. Ja, die Darmstädter haben es zumindest nicht mehr in der eigenen Hand, auf Platz 2 oder auf Platz 3 zu kommen. Klar ist aber auch, sie haben noch die Möglichkeit, direkt aufzusteigen. Ja, sollte nämlich der HSV Punkte liegen lassen, ja, und sollte Bremen verlieren, überraschend gegen Regensburg, dann wäre Darmstadt gegeben, dass sie das Spiel gewinnen, wären sie tatsächlich direkt aufgestiegen. Ne? Irre Aber Konstellationen, die wir noch haben, ja, wirklich richtig, toll. aber ich kann mir es beim besten Willen nicht vorstellen, nicht nur jetzt aufgrund der ja, möglicherweise ausbleibenden Schützenhilfe, sondern eben auch, weil ich Darmstadt nicht unbedingt den Sieg zutraue gegen Paderborn. Paderborn wird meiner Meinung nach nämlich von den Buchmachern komplett unterschätzt. Wir dürfen nicht vergessen, Paderborn hat am letzten Spieltag sogar noch Nürnberg im Klassement eingeholt. Nürnberg, Paderborn liegt dementsprechend auch nur 6 Punkte hinter dem Tabellendritten. Das heißt, hätten sie irgendwo mal 4, 5 Punkte mehr geholt, dann wären sie jetzt mittendrin im Aufstiegsrennen. Ja? Zudem, Paderborn ist einfach über die ganze Saison hinweg eine absolute Auswärtsmacht gewesen. Ja? Sie haben 9 Auswärtsspiele gewonnen, sind momentan die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga, nur 2 Niederlagen kassiert. Und deswegen sage ich einerseits zu einer hohen Quote, ja, auch da muss man natürlich ein bisschen risikoaffin sein, da bin ich ganz ehrlich, aber doppelte Chance x2 zu einer Quote von 2,80 oder aber als etwas ja, weniger risikofreudigeren Ansatz sage ich über 3,5 Tore, also mindestens 4 Treffer im Spielverlauf zu einer Quote von 1,80, denn Darmstadt 8 der letzten 10 Heimspiele über 3,5 Tore. Und hier kommt ein grandioses Gewinnspiel für euch. St. Pauli hat gut gespielt, hat toll gekämpft. Also dieses Spiel am vergangenen Samstagabend, Schalke gegen St. Pauli, hatte natürlich alles auch, weil die Gäste so toll mitgemacht haben. Jetzt spielen die gegen Düsseldorf. Brisant. Ja, ich sag mal, hier wird auf jeden Fall der mentale Aspekt ausschlaggebend sein, meiner Meinung nach. St. Pauli hat es verspielt, das muss man ganz klar so sagen. St. Pauli ist in der Rückrundentabelle nur auf Platz 13 zu finden, ja, wenn man bedenkt, dass sie zu Weihnachten noch auf Platz 1 standen und jetzt vor dem letzten Spiel da keine Chance mehr haben oder keine realistische Chance mehr haben auf den Aufstieg, dann weiß man, dass sie ein wirklich schwaches Jahr 2022 gespielt haben. Und sie treffen natürlich auf eine Mannschaft wie Düsseldorf, die befreit aufspielen kann, die mittlerweile seit 12 Spielen unter Daniel Thun ungeschlagen ist. Ja, Wahnsinnsbilanz. Zudem hat Düsseldorf die letzten 3 Spiele am Millerntor allesamt gewonnen und Pauli ist seit 6 Spielen sieglos. Und wenn man dann noch eben diesen eben angesprochenen mentalen Aspekt berücksichtigt, dass dann Pauli jetzt quasi das erste Spiel hat, wo es um nichts mehr geht, ich glaube eher, dass das zu einem Motivationsabfall, zum Spannungsverlust führt, anstatt dass man vielleicht befreit aufspielen kann, sage ich hier Auswärtssieg Düsseldorf im Draw-No-Bet. Das heißt, im Fall eines Unentschiedens gibt es den Einsatz zurück. Dennoch sage ich, Düsseldorf hat die besseren Chancen zu gewinnen und dafür finden wir eine Quote von 1,90. Und dann kommen wir zu ganz viel Tradition und ganz viel Freundschaft. Nürnberg und Schalke, die sind so dick. Ganz große Fanfreundschaft. Das Spiel, eigentlich uninteressant, aber es geht natürlich auch noch um den Zweitligameister. Und bei einem Unentschieden ist es relativ sicher, dass Königsblau auch Meister wird. Also von daher könnte das die Chronik eines angekündigten Unentschiedens werden in Nürnberg. Die Schande von Nürnberg, meinst du quasi? Ja, die Schande von Gijón. Ja, Ja, du bist nein. geschichtlich auch bewandert. Sehr gut. Ja, danke, Carsten. Ich war damals aber trotzdem noch nicht fußballbegeistert. Aber ja, ich bin voll bei dir, sage ich ganz ehrlich. Ich sage, Nürnberg gegen Schalke könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass sich beide Mannschaften auf einen schiedlich friedliches 1-1, 2-2 einigen. Natürlich ist das mit einem gewissen Risikoaspekt verbunden. Trotzdem, du hast es gesagt, die Fanfreundschaft besteht. Nürnberg hat eine ordentliche Saison gespielt. Das heißt, sie könnten gemeinsam mit den Schalkern feiern. Ja, natürlich verbietet der sportliche Ehrgeiz so eine Annahme. Aber ich sage einfach, Nürnberg holt mindestens einen Punkt. Ich sage, Schalke, sie haben viel gefeiert. Man hat ja gehört, dass Simon Terodde die Arena abgeschlossen hat, laut Mike Büskens. Deswegen sage ich, sie werden nicht mehr bei 100% sein und Und ich deswegen habe glaube ich die schon an einen Punkt Info, bringen. er war auch nicht mehr ganz so nüchtern.
Das hast du jetzt gesagt. Ich kann es mir nur sehr gut vorstellen. Verständlicherweise übrigens, ja. Absolut. Ich habe auch das ein oder andere Video gesehen von Fans bei Schalkern, die ja auch, glaube ich, ein bisschen was Intus hatten, zumindest. Ja. Aber nein, wie gesagt, Nürnberg-Schalke, ich sage doppelte Chance 1x. Nürnberg holt mindestens einen Punkt und unter 4,5 Tore. Und dann würde das quasi unser 1-1, 2-2, was wir so ein bisschen befürchten, würde das mit einbegreifen. Deswegen sage ich 2-15 zu dieser Wette, kann man anspielen. Im Kontrast zu dieser Fanfreundschaft steht dann das sächsische Derby Dresden gegen Aue. Da ist immer was geboten, auch wenn es, ja, es geht ja um nichts mehr. Ja, Carsten, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, dass es um nichts mehr geht. Klar, tabellarisch geht es um nichts mehr, aber Dresden hat natürlich unbedingt diesen Willen, diese lange, lange Durststrecke von mittlerweile, ich glaube, es sind 16 Spiele in Folge in der zweiten Liga, die sie nicht gewonnen haben, diese Durststrecke zu beenden. Ja, und das müssen sie auch machen, denn wir wissen, in der Relegation geht es dann in der kommenden Woche gegen Kaiserslautern. Auch das super Spiele, zwei super Fanlager auch, zwei super Traditionsmannschaften. Auch da natürlich ein gesondertes Video von uns beiden, Carsten. Aber ich sage, Dresden wird es schaffen, weil Dresden ist in einer relativ ordentlichen Verfassung. Sie haben zuletzt viermal nicht verloren, viermal unentschieden gespielt. Und Aue, ja, sie gehen völlig verdient nach unten. 38 Gegentore in der Fremde kassiert, nur zwei Siege geholt, neunmal auswärts verloren. Deswegen sage ich hier, Dresden Heimsieg, Quote 1,87. Hannover-Ingolstadt, kurz und schmerzlos. Heimsieg Hannover, 1,72. Sehr gut. Und dann haben wir noch Heidenheim-KSC. Heidenheim KSC, ja, Heidenheim will nach zwei Heimniederlagen in Folge sicherlich nochmal einen Heimsieg feiern, um einfach die Fans noch ein Stück weit zu versöhnen. Karlsruhe in sechs der letzten sieben Spiele über 2,5 gespielt. Allgemein sind die Karlsruhe eine Mannschaft in der laufenden Saison gewesen, bei der Spektakel geboten war. Ja, nur in Spielen mit Darmstadt und Schalke Beteiligung viel mehr Tore als beim KSC. Im Schnitt waren es 3,24 Tore, die fielen bei Karlsruher Spielen. Deswegen sage ich hier 1x. Heidenheim verliert das Spiel nicht. Doppelte Chance 1x in Kombination mit dem über 2,5, also mindestens drei Toren zu einer Quote von 2,0. Und wir schließen die Zweitligasaison mit Sandhausen gegen Kiel. Sandhausen muss man auch sagen, also Hut ab, dass die sich da so souverän gerettet haben. Alois Schwarz hat ganze Arbeit geleistet. Beide Mannschaften haben eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt, muss man ganz klar so sagen. Auch Kiel auf Platz 4 der Rückrundentabelle. Auch sie schwimmen so ein bisschen unter dem Radar. Sie haben zuletzt richtig überzeugt. 11 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt, unter anderem eben auch Bremen geschlagen, Nürnberg geschlagen und das jeweils mit drei eigenen geschossenen Toren. Das heißt, das Selbstvertrauen bei den Kielern ist auf jeden Fall vorhanden. Bei Sandhausen hingegen hat man schon so ein bisschen gemerkt, nach diesem feststehenden Klassenerhalt haben sie ein bisschen nachgelassen, zuletzt zweimal nacheinander verloren. Und ich sage, es gibt sogar die dritte Niederlage in Folge. Ich gehe mit ein bisschen Risiko auf dem Dreiwegmarkt, gehe ich auf den Auswärtssieg der Kieler und dafür bekommen wir eine Quote von 2,50. Wunderbar, vielen Dank, Marcel. Jetzt bist du entlassen. Du sollst ja auch Freude haben an deinem Geburtstag. Ich habe auch gehört, deine Freundin hat da ein spektakuläres Programm aufgestellt. Du wirst uns logischerweise davon berichten. Also, einen schönen Tag, Marcel. Hier die Übersicht von all den Tipps, die Marcel zu diesem Spieltag vorschlägt. Und für euch nochmal der Hinweis, wir werden auf das Europa League-Finale zwischen Frankfurt und Glasgow nochmal sehr ausführlich auch in Videos eingehen und dann eine Live-Sendung vor diesem Finale mit euch gemeinsam gestalten wollen. Also, viel Erfolg erstmal am Wochenende, viel Spaß und bis dann.